bin begeistert. Meine Erwartungen sind positiv erfüllt. Ich kam eigentlich mit dem Gedanken, wir sind ganz gut aufgestellt, wir bedienen den Markt ganz gut, wir sind modern, haben das, was die Verlader sich wünschen, und der heutige Tag hat mir gezeigt, es gibt ganz, ganz viele interessante Dinge, was wir noch verbessern können. Es war auch mal interessant, mal das so zu erleben, einfach nur die Spediteure unter sich. Weil man hat ja immer diesen faden Beigeschmack, okay, indirekt sind wir eigentlich Wettbewerber, warum sitzen wir jetzt zusammen an einem Tisch? Ich wurde aber eines Besseren belehrt, weil, um es auf den Punkt zu bringen, es geht letztlich auch nur um Kontakte knüpfen, sein Netzwerk ausbauen, und dadurch, dass wir ja ein Spediteur sind, also sprich sowieso auf andere Spediteure angewiesen, weil wir haben keinen eigenen Fuhrpark, sondern festgebundene Subunternehmer, hat sich innerhalb bis heutigen Tages schon das ein oder andere Gespräch ergeben, wo man wirklich Ansätze gefunden hat, um für die Zukunft sogar Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu sehen. Das, was uns heute hier geboten wurde, für mich persönlich war es atemberaubend. Also auch gerade der letzte Vortrag von Herrn Sollmann, der hat mich richtig gefesselt. Ich muss zugeben, ich habe hohe Erwartungen, wie immer, an Transporion, aber die sind mal wieder also mehr als erfüllt worden. Gerade die Schnittstellen, wie zum Beispiel, dass hier Aufträge rübergeschoben werden, sind für uns eine unheimliche Arbeitserleichterung, und wir werden es auch weiterleben.